Wo steckt der Bursche denn schon wieder? Er weiß doch, dass er längst hier sein sollte. Hey, Eberhard Freitag! Hey, Eberhard Freitag! Schon wieder einmal hat mich jemand nicht nur bei meinem Vornamen, sondern auch bei meinem Nachnamen gerufen. Aber Eberhard, du wusstest doch, dass du hier das Alphabet aufsagen sollst. Alphabet, Alphabet, Alphabet. Die Buchstaben kennst du doch nicht. ABC, ABC, ABC. Klingt schon sehr vielversprechend. Vielversprechend, vielversprechend, vielversprechend. Sehr gut, Eberhard Freitag. Aber ich glaube, wir sollten jetzt langsam mit dem Alphabet anfangen. Also nun los, fang schon an. Eberhard Freitag, endlich bist du da. Wie jeder weiß im Alphabet, da kommt zuerst das A. Und dann kommt Sei, D und Je. Wie jeder weiß im Alphabet, da kommt jetzt dran das B. Sehr gut. Ja, das war Buchstaben, das B. Nach A kommt B. Eberhard, was kommt nach dem B? Ist doch furchtbar einfach, denn nun kommt das C. Sagen Sie, Herr Freitag, was kommt nach dem C? Ich weiß, D folgt nach dem C. Sehr gut, nach dem C kommt D. Ist doch klar, Eberhard Freitag kennt das Alphabet. Ja, Eberhard, E kommt dann hinter dem D. Ja, genau, dann kommen F und das G. Eberhard Freitag, das geht ja flott. Nach dem G kommen H, I und J. Also wirklich, ist ja klasse, wie du das kannst, Eberhard. Kann ich mal für mich, frag weiter. Wie geht's weiter? Kommt jetzt das N? Nein, zuerst noch K, L, dann M. Na gut, mach weiter, ich hör dir jetzt zu. Ich helf dir gern, nun komm N-O-P-Q. N-O-P-Q, so viele Buchstaben auf einmal, das ist ja toll. Dann sprich weiter, ehe ich geh. Na gut, jetzt kommen R, S und T. Eberhard Freitag, ich muss endlich ins Bett. Es fehlen aber U, V, W, X, Y und Z. Oh prima, das war jetzt das ganze Alphabet, nicht? Das ganze Alphabet, na klar. Sag's mir nochmal auf, weil ich noch nicht geh. Ich sag's dir auf mein ganzes A, B, C. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V und das W, X, Y, Z. Toll, toll. Eberhard, du machst das sehr gut. Ja, Eberhard Freitag, ja, der hat es im Blut. Er ist Eberhard Freitag. Ja, der kann. Ja, ich bin Eberhard Freitag. Das bist du. Frag du den Eberhard Freitag. Yeah, yeah, yeah. Eberhard Freitag kennt eben sein Alphabet.